So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Titanfall 2 und der süßes oder saures Patch ist erschienen und da wollte ich euch natürlich wieder ein paar Infos dazu bringen, denn ja, so groß ist das Update jetzt nicht, ich glaube ungefähr 250 MB und es gibt halt jetzt neue Pistolen-Primär-Slots, Halloween-Banner und ein paar Balance-Änderungen und natürlich neue Store-Inhalte zum Kaufen. Und leider gibt es natürlich nicht mehr wirklich große Updates jetzt für Titanfall, zumindest wirkt es so, vielleicht wird es nochmal irgendwann angekündigt, dass noch was Größeres kommt, aber wie gesagt, es ist ein kleines Update und es gibt viele Balance-Änderungen und neue kaufbare Waffen und es sind neue Halloween-Skins dabei und zwei andere Waffen, die oder drei andere Waffen, die ein bisschen normal aussehen. Ihr seht jetzt hier gerade die Tarnungen natürlich. Und hier ist das Halloween-Skin für die R201, die Halloween-Edition von ihr. Und finde ich, sieht ganz cool aus. Ne? Also wer das mag, kann sich es natürlich holen. Ich finde nach wie vor 5 Euro für ein Skin ein bisschen krass, aber gut. Gibt Leute, die kaufen sowas. Und dann natürlich von der anderen Waffe hier auch, von der K, gibt es auch noch eine, oder CHR, die Halloween-Edition. Und dann natürlich noch die Spitfire Halloween Edition. Ich finde, die sind wirklich schön gemacht. Also die Designs sehen echt gut aus. Kann man nichts sagen. Und ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann gibt es noch oben diese zwei anderen Tarnungen. Oder drei anderen, besser gesagt, für den Sidewinder, für den Mass Chief und für die L-Star. Gibt es nochmal Tarnungen. Die finde ich jetzt nicht so spektakulär. Aber hey, wer sowas mag oder wer die haben möchte, kann sich die jetzt holen. Und ich werde euch auch den Blog-Eintrag nochmal verlinken in der Videobeschreibung, wie die Patch-Notes und so weiter, die werde ich euch auch verlinken. Und ich kann auch ein bisschen was zu dem Patch sagen. Also es sind wie gesagt diese Skins reingekommen und dann sind noch Halloween-Banner dazugekommen im Spiel. Die seht ihr jetzt hier gerade. Also das sind die zwei Banner, die man so einfach dazu bekommt. Und diese beiden Banner kann man sich auch nochmal kaufen, indem man ganz nach rechts geht, dort kann man dann nochmal die glänzende Variante davon kaufen. Die sind aber ziemlich teuer. Dann muss ich mal schauen, wo die jetzt genau sind. Ich glaube, die sind vorne. Die sind hier, genau. Also hier habt ihr nochmal diese glänzenden und ja, die Prisma-Variante könnt ihr euch auch holen mit Coins. Und ansonsten ist, wie gesagt, sind die Waffen angepasst worden. Also die R201 und die R101 haben ein bisschen den Kick, also der Rückschlag ist ein bisschen hochgegangen und das Hüftfeuer wurde ein bisschen erhöht und für die Flatline wurde der Rückstoß ein bisschen reduziert. Man kann jetzt auch noch Pistolen als Primärwaffen machen, diese beiden hier, die Wingman und die Mystique und oder Mass Chief meine ich und die Granaten wurden angepasst, also die haften jetzt an verschiedenen Wänden und so und können explodieren, also die Arc-Granaten und die Mosambique und die Wingman wurde ein bisschen angepasst, also dass man die, Mosambique ist jetzt automatisch, hat zwei Schüsse mehr und die Feuerrate wurde erhöht und die Wingman wurde auch angepasst, also der Schaden und das Magazin wurde ein bisschen erhöht. Und dann der Northstar bewegt sich jetzt ein bisschen schneller, wenn er zwei Fähigkeiten verwendet. Und dann, was wurde noch angepasst? Der ganz normale Modus wurde noch angepasst, also der Materialschlachtmodus wurde jetzt das Punktelimit auf 650 gemacht, das Zeitlimit auf 15 Minuten, die KI wurde angepasst und Reaper haben sind jetzt 3 Punkte, also sind 3 Punkte wert. Dann der Core-Modus wurde auch ein bisschen angepasst. Da wurden verschiedene Sachen verändert, dass die Fallen kosten 650, die Batterien kosten jetzt 400 und wenn man jetzt einem Spiel einen 8 joint, kriegt man Punkte für die Runden, die schon gewonnen wurden und man hat 5 Sekunden, ist man unverwundbar, wenn man jetzt aus dem Schiff spawnt, das finde ich auch gut und natürlich wurden noch Bugs und weitere Sachen angepasst, die Reaper wurden noch ein bisschen verbessert und angepasst, dann wurde der Haken wurde verändert, dass er eine Aufladung hat und sich schneller auflädt und Holopilot Cooldown wurde auf 12,5 gemacht. Und
ist von 16,6 Sekunden auf 12,5 gemacht worden. Und das die Pulsklinge wurde auch verändert. Die hat jetzt 25 Sekunden Cooldown von 40 Sekunden und die Zeit, wie es bleibt, ist jetzt 4,5 Sekunden anstatt 6. Und dann wurden noch neue Feature Modes werden noch reingemacht und natürlich noch andere Bugfixes. Also sind so die wichtigsten Sachen, die ich euch jetzt gesagt habe. Ihr könnt euch das nochmal nachlesen, vorerst nur in Englisch. Ich werde es dann in Deutsch posten, sobald es in Deutsch da ist. Ich danke euch natürlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt weiterhin viel Spaß mit Titanfall 2. Seid jetzt ein bisschen informiert über den Patch. Ich hoffe natürlich, dass noch ein neuer DLC kommt. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.